Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Ja Leute, ich habe ja gestern Aspire One im Livestream gezeigt. Ungefähr 2 Stunden war es, glaube ich. Und mir hat es echt Spaß gemacht, auch wenn es teilweise echt hart war. Denn bei dem Game muss man halt teilweise die ganze Zeit schleichen, um nicht entdeckt zu werden. Gegner ausschalten. Ja, à la Splinter Cell könnte man sagen. Also Splinter Cell in VR, das passt am besten dazu. Und ja, mir hat das Game gefallen, auch wenn es teilweise schwierig war. Aber ja, cooles Gameplay und gute Umsetzung für, ja, war ja gestern der erste Release-Tag, sage ich mal. Und dafür lief es echt ganz gut. Und da werden mit Sicherheit auch noch Optimierungen kommen. Ja, den Livestream habe ich gestern noch ins VR-Forum gesetzt, vrforum.de. Link ist in der Beschreibung. Und daraufhin ist halt so eine kleine Diskussion entstanden. Warum VR-YouTuber halt kein Gameplay im Sitzen zeigen? Denn es gibt Leute, die ja, spielen am liebsten im Sitzen. Es gibt auch Leute, die sind angewiesen darauf, im Sitzen zu spielen. Warum auch immer, ne? Und ja, daraufhin ist diese Diskussion entstanden. Und der Sashmigo hat gefragt, ich hoffe, ich habe richtig den Namen jetzt ausgesprochen, hat halt gefragt, ob man nicht auch mal in den Gameplays so ein bisschen erläutern könnte, wie gut das funktioniert, das Gameplay im Sitzen. Und klar, ich kann es gut nachvollziehen, wenn man nur im Sitzen spielen kann. Und die Spiele in Steam geben dann an, ja, man kann im Stehen spielen, man kann aber auch im Sitzen spielen. Und ja, dann denkt man als User oder als Käufer eigentlich, ja, dann haben die jetzt mit Sicherheit gut optimiert zum Sitzen, damit ich im Sitzen spielen kann. Ja, ist leider aber meistens nicht so oder oft nicht so. Und ja, da kann ich die Frustration schon verstehen von den Leuten. Und ja, ich für meinen Teil habe erstmal gesagt, ja, also das jedes Gameplay jetzt nochmal zeigen im Sitzen ist echt schwierig und kostet enorm viel Zeit. Und ich komme jetzt teilweise überhaupt nicht mehr nach, die Videos oder die Games alle ja, abzudrehen und da Videos von zu zeigen. Ich möchte für meinen Kanal natürlich auch so viele Gameplays zeigen wie möglich, damit ihr Zuschauer da draußen auch ungefähr ja, euch eine Meinung bilden könnt. Ist das Spiel was für mich? Ist das nichts für mich? Und ja, mein Fazit am Ende ist auch immer nur eine persönliche Meinung. Und ja, wenn ihr das Gameplay seht und dann mein Fazit dazu hört, ist kein Review, ist ein Fazit, ein kleines. Ja, dann könnt ihr euch eine Meinung daraus bilden und dann weiß man eigentlich schon, ist das Spiel jetzt was für mich, ist das nichts für mich und ja, das nur mal so am Rande dazu. Und ja, kommen wir nochmal zum Sitzen. Also ich für meinen Teil, ich kann sagen, ich stehe lieber beim VR-Spielen, weil ich dadurch meinen Motion Sickness auch besiegt habe. Und ich weiß nicht, wie vielen Leuten das da draußen ähnlich geht. Wenn ich sitze und ich bewege mich viel und schnell in VR, dann ja, bekomme ich Motion Sickness und deshalb stehe ich da lieber. Aber klar, ich möchte auch den Leuten, die draußen, die da nur sitzen können oder am liebsten sitzen, möchte ich natürlich auch ab und zu mal dann mitteilen, wie ist das Gameplay im Sitzen. Und ja, ich versuche es jetzt mal ein bisschen reinzubringen. Das ist jetzt ein Extra-Video, aber beim nächsten Mal versuche ich mal einfach entweder am Ende des Spiels noch ein bisschen darüber zu erzählen, wie das Ganze funktioniert oder einen ganz kleinen Ausschnitt mal, wie das Ganze funktioniert. Ich muss mal schauen, wie viel Zeitaufwand das ist. Aber ja, das ist so mein Plan. Ob es wirklich umsetzbar ist von der Zeit her, muss ich schauen. Ja, wenn euch das alles gefällt, ne, Like raus. Kommentare sind ganz wichtig, weil ich habe vorher noch nie unter meinen Kommentaren gelesen, hey Tupac, wie kann man das Spiel denn im Sitzen spielen? Wie gut ist das? Und wie gut ist die Steuerung? Funktioniert das? Und wenn ich solche Kommentare nicht lese, kann ich natürlich auch nicht darauf eingehen. Ich versuche wirklich allem gerecht zu werden. Ich versuche meinen Kanal immer weiter zu verbessern. Und ja, dazu gehört euer Feedback auch. Und ohne vernünftiges Feedback und kein Haten und sonst was, das soll schon ein vernünftiges Feedback sein. Von mir aus auch eine Kritik. Und ja. Daraufhin kann ich dann aufbauen und eventuell die Videos so ein bisschen anpassen. Und das habe ich ja schon mal gemacht, indem ich jetzt hier immer sitze und erstmal ein bisschen auf das Spiel eingehe und am Ende noch ein kleines Fazit. Das war auch so ein Wunsch von mehreren Zuschauern. Habe ich umgesetzt und ich glaube, das kommt auch ganz gut an, weiß ich nicht. Für die Leute, die es halt nicht mögen, nur das Gameplay sehen, die können vorspulen, ne? Es gibt ja die tolle Skip-Taste oder die Vorspultaste. Ja, Leute. Aber jetzt erstmal zu Aspire One. Ich habe es noch nicht im Sitzen gespielt. Ich kann dazu noch nichts sagen. Werde ich am Ende noch mal ganz kurz was zu sagen. Ich versuche jetzt erstmal das Gameplay so aufzunehmen. 10, 15 Minuten. Zeig mal so ein bisschen was. Ja,
wie das Gameplay so im Sitzen funktioniert, steuerungsmäßig. Kann ich auch vernünftig klettern, ohne die ganze Zeit irgendwo ja anzuecken und so weiter. Also das versuche ich so ein bisschen reinzubringen und ja, ich hoffe, den Leuten, die nur sitzen, am liebsten in Sitzen spielen oder nur sitzen können beim VR-Spielen, den Leuten gefällt das jetzt und die können daraus auch ein Fazit ziehen für sich und ob das Spiel was für die ist. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Gameplay. Okay, Leute, ja, hier sind wir im Spiel und wir werden natürlich am Anfang immer gefragt, also bei jedem anmelden, wie ich spielen möchte. Und jetzt drücken wir einfach mal sitzend. Setzen Sie sich hin und drücken Sie kalibrieren. Und schon hat er unsere Position kalibriert. So, schauen wir mal, was wir noch einstellen können. Anzeige automatische Erkennung. Das lassen wir so. Audio lassen wir auch so. Voice Control reicht so. Jetzt hat er von Deutsch auf Englisch irgendwie umgewechselt, warum auch immer. Virtual Weapon Stock kann man auch mal aktivieren. Was ich jetzt eigentlich suche. Ist, dass ich den Gürtel anpassen kann. Weil wenn man jetzt wirklich im Sitzen spielt, sollte man das ja schon anpassen können, das Ganze. Aber ich finde da momentan nichts zu. Warum ist es immer noch auf Englisch hier? Das ist ja. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in eine Mission und schauen wir mal. Das mit dem Kalibrieren, wo das dann möglich ist, müssen wir mal schauen. Setzen wir mal die Mission fort. Bewaffen Sie sich. Waffen sind an der Wand. Okay, wie ihr seht, kann ich die Körper denn auch irgendwie wegziehen? Oder ist das schon schwieriger für mich? Also, es gibt eine Duck-Taste. So, ich duck mich jetzt. Ne, das geht auch echt gut. Dieses künstliche Ducken. Jetzt haben wir hier ein neues Gewehr. Okay, jetzt müssen wir schon klettern. Jetzt kann ich mir den auch noch irgendwie. Nee, okay. Wir klettern jetzt einfach mal über diese Laser. Oh, I just got knocked out. There's someone here. There's someone here. Also, den Gürtel sollte man sich definitiv ein bisschen hochziehen. Wenn wir jetzt an den Laserfallen vorbei sind, können wir runter. Wupp. Ich stehe mal wieder auf. Es geht aber trotzdem, also wie ihr seht. Ne? Aber meine Lehne stört ein bisschen. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn man den ein bisschen höher setzt und sich anpasst. Das war der Zeitlupenmodus. So, deaktiviert. Schauen wir mal kurz, wo wir hin sollen. Okay, wir haben eine kleine Reparatur zu machen. So. Okay. Also es funktioniert. Nicht überall, aber an den meisten Gegenständen, dass man sich hochziehen kann. Und wenn man an einem Punkt ist, dann geht er auch automatisch hoch. Also im Sitzen auch kein Problem. Also wenn das hier schwarz oder dunkler ist, dieses HUD, dann sind wir in diesem Duck-Modus. Und so sind wir wieder im normalen Modus, im Stehmodus. Ich muss hier hoch, oder? Ja.
ist einer, den markieren wir jetzt erstmal. Na komm. Alright, stand down. Be careful. Ob der alleine ist? Attention all units. Resume patrols. Check for signs. They've lowered the security level. Don't let them discover you again. Want another loop? So, den haben wir jetzt auch markiert. Ah, wie kriege ich die beiden jetzt weg? Ah, Snapturn funktioniert auch ohne Probleme. Wenn das nur zwei wären? Oh, ne. Das sind vier. Okay. Ich könnte mich ducken und versuchen, da so lang zu schleichen. Schauen wir einfach mal. Back to control. Control? I think I saw something. Stand by. Freeze! Der ist nicht mitgekriegt? Okay. Stay focused. Freeze! Freeze! Hands up! Easy! I won't say anything. Just let me go. Anyone else got anything? They got me! What's wrong? Unit! Report! Come in! We have a possible situation. Also jetzt das erste Mal, dass ich ein bisschen... Nee, ach, ich muss einfach nochmal drücken, dann ging's. Also ist ja mega wichtig, dass man die wegschleifen kann. Proceed with caution. They know you're here now. Signs of the enemy here. Ah! Genau in die Schläfe rein. Okay, Stealth sieht anders aus. Also wir können die nochmal kurz weglegen, dann seht ihr auch. Ne, man kann aus weiterer Entfernung, man muss sich noch nicht mal nach vorne legen, um das dann aufzuheben. Ist natürlich auch sehr wichtig. So, wo muss ich hin? So. Schüsse haben wir noch. Kann man mal kurz versuchen, um die Ecke zu schauen. Anyone else got anything? Kommt ihr hier lang? Freeze! Freeze! Also geht nur, wenn man hinter denen steht, wirklich. Na, weg mit dem. Get back to it. Nutzen wir noch mal kurz hier. Ah, müssen wir noch ein bisschen aufladen, die Energie. Okay. Da wäre noch einer. Back to patrol. Da hinten ist einer, vielleicht können wir den markieren. I hate this. Back to patrol. Sehen so gar nicht, da. Okay, der ist markiert. Müssen wir mal schauen, welche Route der nimmt. Wer hat mich gesehen? Ah, Mist! Sollte keiner mitbekommen haben, oder? Komm, du kleiner Lappen. Back to patrol.
They've lowered the security level. Don't let them discover you again. Nice. Been attacked. I don't know where from. Das ballern mal richtig. Capture, lie low, they'll be on the lookout. Ammunition depleted. Hä? Blöde Waffe. You've taken damage. Repair tool on your chest. Use it on the nose. Oh, den kann man jetzt gar nicht mehr. Wir müssen hier erstmal weg. Komm, komm. Wo lädt man das Teil nach? Ha, okay. Dann können wir jetzt mal probieren, den wegzunatzen. Zeitlupenmodus. Says the unit's chassis has been impaired. Ja, find ja. A quiet spot and fix the damage with your repair tool. Ich repariere es ja. Jetzt klettern wir mal schnell hier hoch. So. Kurz schauen, ob hier noch irgendwo was anderes ist. Hier scheint keiner mehr zu sein. They've called off the search, but proceed with caution. They know you're here now. Ja, es war so ein kleiner Missionsteil und ich würde sagen, das sollte eigentlich erstmal reichen. Ja Leute, das war Aspire One im Sitzen und ja, was kann ich sagen? Also meiner Meinung nach funktioniert das echt sehr gut im Sitzen, denn ich kann mir Sachen, die auf dem Boden liegen oder ein bisschen weiter weg liegen oder höher liegen, kann ich mir ranziehen per Grifftaste in Jedi-Manier. Das ist natürlich mega wichtig, denn ich möchte mich nicht, wenn ich sitze, die ganze Zeit auf dem Boden bücken müssen, um irgendwas aufzuheben. Das klappt auch teilweise nicht gut und ja, wenn man nur im Sitzen spielen kann, ist das natürlich blöd. Daher gehört das dazu, dass ich mir die Sachen ran teleportieren kann, ranziehen kann und so weiter und so fort. Ich kann mich ducken per Taste. Ich kann Gegner wegschleifen ohne Probleme. Das klappte echt gut. Und das Klettern funktionierte auch gut. Ich konnte mich überall hochziehen, hatte da keine Probleme mit. Und ja, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, um das Spiel hier im Sitzen spielen zu können. Und das klappt echt gut. Wie gesagt, ducken, schleichen, klappt super. Mit Waffen, Schießen, Zielen, klappt auch gut. Das Einzige, was ich jetzt hier ein bisschen vermisse, ist, dass wenn ich hier sage, am Anfang, ich spiele jetzt im Sitzen, dass dann nochmal die Frage kommt, möchtest du nochmal deinen Gürtel und deine Brust hier kalibrieren, wo die Waffen liegen und so weiter. Das fehlte jetzt komplett. Und das gehört eigentlich immer dazu, wenn ich mich entscheide, ich sitze jetzt, dass der Gürtel anders positioniert ist. Denn ich musste jetzt immer hier hinten reingreifen und das ist natürlich blöd. Ich müsste den Gürtel ein bisschen weiter nach vorne ziehen oder den größer ziehen, dass ich hier neben den Stuhl greifen kann. Also das ist eigentlich mega wichtig. Aber wenn man nur im Sitzen spielt, wird einem das im Tutorial ja sowieso, ja, man muss es machen, diese Kalibrierung, und dann hat man das auf jeden Fall eingestellt, aber es gehört auch definitiv ins Menü rein. Ich habe es nicht gefunden, kann sein, dass es irgendwo in versteckten Untermenü ist, aber ich habe es jetzt nicht gefunden. Ja Leute, dann nochmal was ganz Wichtiges ist,
Ich würde gerne von euch wissen, wie spielt ihr denn am liebsten? Spielt ihr am liebsten im Sitzen? Spielt ihr am liebsten im Stehen? Warum, wieso, weshalb? Könnt ihr auch gerne da reinpacken in die Kommentare. Also würde mich freuen, wenn ihr da zahlreich kommentiert, damit wir VR-YouTuber auch mal wissen, was braucht ihr an Infos, wenn ihr ein Spiel kauft oder wenn ihr Gameplay seht? Klar, manche Leute schauen Gameplays nur, um sich ein bisschen zu unterhalten. Manche Leute schauen Gameplays, um zu schauen, ist das Spiel was für mich? Ist es nichts für mich? Und da wollen die natürlich so viele Informationen rausholen wie möglich, um jetzt keinen Schiffbruch zu erleiden und ein Spiel zu kaufen, was 30, 40 Euro kostet und was dann überhaupt nicht passt. Natürlich gibt es die Rückgabegarantie von 14 Tagen unter 2 Stunden, aber ist natürlich trotzdem blöd, wenn man jedes Spiel dann wieder zurückgeben muss. Und ich kann nur sagen, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr irgendwas verbessert haben möchtet, schreibt es in die Kommentare. Also ich hatte vorher, wie eben schon erwähnt, noch nie einen Kommentar, da drin stand, wie gut kann man das Spiel hier im Sitzen spielen, irgendein Spiel. Und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass es diese Probleme gibt, bis mich jetzt wirklich der Sashmigo darauf gebracht hat, dass wirklich da Probleme gibt für Leute, die nur im Sitzen spielen, dass manche Spiele echt unspielbar sind. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, tut mir echt leid. Ich versuche es auch irgendwie reinzubringen, dass ich auf jeden Fall mir jedes Spiel mal ganz kurz auch im Sitzen anschaue und da am Ende dann was dazu erzähle oder ein paar Ausschnitte, Schnipsel da noch reinbringe. Ja, das war's eigentlich schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr da ein Like drauf lasst und wenn ihr noch kein Abo gegeben habt, überlegt doch mal, ob ihr meinen Kanal unterstützen möchtet. Mit einem Abo wäre echt nice und wie gesagt, kommentieren nicht vergessen, ganz wichtig, die Kommentarspalte muss brennen. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.